Wie gesagt, das ist ein bisschen zum Trendsport geworden. Sehr viele Teenager greifen zu Pfeil und Bogen. Und in Österreich gibt es eine einzige Schule, die das Bogenschießen am Pferd reitend lehrt. Und da schauen wir heute hin. Das ist in Niederösterreich. Ja, genau. Schauen wir uns an, wo genau? Nämlich in Neubaukreuzstetten. Da ist die Reiterbogenschule Kassai. Und dort ist dann auch unsere Konstanze. Und da sind wir sehr gespannt, weil Konstanze, das klingt ja schon so ein bisschen nach Action. Die Mongolen haben damals schon diese Kunst beherrscht. Hast du schon Genghis Khan getroffen? Ich weiß es ja nicht. Nein, noch nicht. Noch habe ich nur Johannes getroffen, Johannes Fischner, der in diese Schule hier gehört und der mir heute hoffentlich das alles beibringen wird. Schönen guten Morgen erstmal von mir. Es geht bei uns also heute um Pferde und um Pfeil und Bogen. Reiten an sich, das sollte ich hinbekommen, Pfeil und Bogen kann man wahrscheinlich lernen, bekomme ich hoffentlich gelernt. In Kombination kann es sehr interessant werden. So viel sei schon verraten. Und da kommt schon mein heutiger Meister. Johannes, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Du wirst mir heute Bogenschießen, Dankeschön, am Pferd beibringen. Genau. Zuallererst, woher kommt denn das überhaupt? Wo ist der Ursprung vom Bogenschießen und Reiten? Auch die asiatischen Steppenkulturen machen das schon seit 2000 Jahren, haben das 2000 Jahre lang sehr erfolgreich gemacht. Aber mit dem Niedergang des Mongolischen Reiches hat es wieder aufgehört. Okay, jetzt haben und die letzten paar hundert Jahre hat es halt niemand gemacht. Jetzt sehen wir deine Schüler da schon, dich haben wir auch schon gesehen. Wenn man das in Perfektion kann, wie viele Pfeile schießt man dann auf so einer Geraden? Die Strecke sind 99 Meter lang. Mein Meister Lajos Koscha schießt da 13 Pfeile, ich kann 9 Pfeile schießen. Na gut, wir schauen, dass ich einmal einen treffe heute. Na, natürlich, und dazu müssen wir erst mal wissen, wie man den Bogen richtig nimmt. Ja, bitte. Und als Rechtshänderin hältst du den Bogen in der linken Hand sehr fest. Wie ein Vögelchen, du möchtest nicht, dass er davonfliegt, du möchtest aber auch nicht ihn zerbrechen. Mhm. Also weich, sanft aber fest. Und wir haben den Pfeil, der auf der linken Seite des Bogens liegt, über dem Nockpunkt. Okay. Ups, erste Schwierigkeiten. Ja. Fest rein. Jawohl, ein bisschen höher greifen hier. Hier soll der Pfeil liegen. Okay. Und die Idee wäre, den Bogen zu heben und damit das Ziel ins Auge zu nehmen. Das Visieren, meinst nicht den Kameramann. dieser Löwenzahn, der Löwenzahn dort hinten, wäre ein guter Fokuspunkt, nicht? Siehst du den? Okay, ja, sehe ich. Das heißt, du schaust ihn dann an und dich interessiert nicht der Pfeil, nicht der Bogen, dich interessiert nur diese Blume. Du hebst den Bogen auf die Höhe dieser Blume, dann ziehst den Bogen aus, gerade zurück. Und dann lässt los. Naja, na? Gar nicht mal so schlecht. Doch, sehr gut. Worauf muss ich besonders achten beim Bogenschießen? Also ist die Körperspannung oder darf man nicht? Natürlich muss deine Körperspannung ist entscheidend, aber wenn wir vom Pferd aus schießen wollen, dann müssen wir immer im Gleichgewicht sein. Okay. Das heißt, der Unterkörper macht gar nichts, der bleibt im Gleichgewicht, links und rechts. Du zeigst es schon das sehr Gewicht schön auf vor. Beiden Beinen. Das machen wir dann in einer Stunde ungefähr. Beim Reiten kommt das dann, aber das üben wir natürlich schon am Boden. Also wir üben am Boden, im Gleichgewicht bleiben und mit Pfeil und Bogen. Ja, nicht in Richtung Ziel fallen, nicht kann den Fokus verlieren. Ich kann nur verraten, es wird wahrscheinlich sehr lustig für euch im Studio, wie immer. Das Ausgleich, also ich muss als schon Ausgleich sagen, in der Bewegung. Die haben zwar schönes Wetter, aber tauschen damit möchte ich mit Konstanze trotzdem nicht. Ich möchte mal sagen, ich möchte mit dem Kameramann heute nicht tauschen, weil ich glaube, der lebt heute bei Konstanze auch ziemlich gefährlich. Aber ganz wichtig auch, das festzuhalten, der Löwenzahn hat überlebt. Das Schießen mit Pfeil und Bogen ist mittlerweile so ein bisschen zu einer Trendsportart geworden. Immer mehr jüngere Menschen interessieren sich dafür. Und so richtig spannend wird es, wenn man am Pferd sitzend mit Pfeil und Bogen schießt. Das ist wirklich die hohe Kunst. Eingeführt haben das damals im asiatischen Raum ja die Mongolen. Also vom Pferd dem Pfeil zu schießen. Und deswegen sind wir heute bei einer Reiterbogenschule, Kassai in Niederösterreich, hier Neubaukreuzstetten. Und da setzen wir aufs Pferd unsere Morgenreporterin, die Konstanze. Also ich hoffe, sie hockt schon auf dem Pferd und das Pferd hört auch auf dich oder macht das Pferd mit dir, was es gerne möchte. Konstanze. Nee, das ist eine gleichberechtigte Partnerschaft zwischen Samira und mir. Johannes, wir haben jetzt gewechselt auf den Rücken der Pferde. Vorher haben wir schon Bogenschießen mal geübt. Jetzt geht es darum, Gleichgewicht am Pferd zu behalten, weil das, glaube ich, sehr wichtig ist, oder? Wir wollen ja nicht runterfallen. Ja. Wir wollen unser Pferd beim Schießen auch nicht beeinflussen durch unser Gewicht, dadurch, dass wir das Gewicht in irgendeine Richtung verlagern. Also wollen wir lernen, und deswegen haben wir auch keinen Sattel, unabhängig zu sitzen. Unser Unterkörper soll die Bewegung des Pferdes mitmachen, unser Oberkörper soll irgendwas anders machen können. Okay. Und dieser Ball ist eine Möglichkeit im Spiel,
das zu üben, das zu trainieren. Wenn wir unsere Pferde synchron nebeneinander halten können und dabei den Ball einander zugeben können, dann sitzen wir gut. Ich würde sagen, dann probieren wir das. Ich darf so viel verraten. Ich sitze auf Samira. Samira mag niemanden und niemand mag sie. Ist eine gute Voraussetzung für unsere Übung, würde ich sagen. Dann lass uns mal losstarten. Und dann fangen wir mal einen Schritt an. Gibt es eigentlich Pferde, die für Bogenschießen besonders geeignet sind, also Rassen, oder ist das egal? Man kann es jedem Pferd beibringen. Aber so. Samira, man kann es jedem Pferd beibringen, aber je ruhiger das Pferd, umso schneller lernst es. Das Pferd muss lernen, dass es nicht davon laufen muss. Mhm. Also ist es eigentlich ein hochblütiges Pferd wie ein Araber, wie diese Vollblut-Araber-Stute. Nicht ganz so einfach zu trainieren, nicht ganz so einfach auszubilden. Aber es geht auch, wie das ist, haben wir noch nicht gesehen, und wir werden es dann sehen, der langsamste Araber der Welt. Der langsamste, das können wir gleich ausprobieren, weil wir wollen ja auch galoppieren, hast du mir gesagt, ja, oder? Das ist die erste Stufe dann zum Schießen, Feuerbogenschießen am Pferd. Mhm. Aber vorher wollen wir noch ein bisschen traben, weil diese Übung im Trab durchgeführt noch viel, viel anspruchsvoller für den Menschen ist. Okay, dann lass uns und mal den Sitz besser korrigieren. Okay. Wollen wir antraben? Ja. Schau, Samira. Ich glaube, das war jetzt das Highlight meiner Redaktion, dass es mich fast live auf Sendung am Boden schmeißt. Das war jetzt nur für euch. Das mit dem Galopp lassen wir dabei noch. Nein, das war nur, weil wir zu eng aneinander waren. Deswegen hat sie auch den Meere geschlagen. Na super. Sie hat es aber weggesteckt. Na, wir sind einfach ein bisschen eng. Gut. Wir wollen möglichst eng sein. Johannes, dann machen wir mal weiter. Und Barbara und Tommy, ihr übernehmt es mal, bevor hier noch irgendwelche Unfälle passieren. Galopp, Konstanze, Galopp, Konstanze, Galopp, Galopp. Konstanze, mach dir keine Gedanken, ist noch keiner oben geblieben. Also irgendwann mal bist du fällig. Das ist immer so, auch beim Reiten. Ja. Ich bin gespannt, was das noch wird. Ja. Da muss ich auch noch Bogenschießen reitend am Pferd. Also es wird richtig spannend werden. Eine sehr sportliche Veranstaltung werden, habe ich das Gefühl. Reiterbogenschießen, das ist die ganz, ganz hohe Kunst, eingeführt ja von den Mongolen. Und es gibt da eine Reiterbogenschule, und zwar in Niederösterreich. Und da sind wir heute Morgen, besser gesagt unsere Morgenreporterin Konstanze. Und sie hat schon einen kleinen Ausflug relativ erfolgreich auf dem Rücken des Pferdes hinter sich gebracht. Also das Pferd hat ein bisschen gebockt, aber mittlerweile, glaube ich, das Pferd hat sich an dich gewöhnt. Konstanze, du hältst dich gut. Ja, das werden wir sehen. Auf jeden Fall konnten wir feststellen, dass Samira leicht zickig ist. Aber gut, da passt sie ja dann ganz gut zu mir. Johannes, wir vereinen jetzt, was wir alles geübt haben. In unserem ersten Einstieg haben wir das Schießen geübt. Im zweiten haben wir versucht, auf dem Pferd zu bleiben im Gleichgewicht. Jetzt machen wir alles auf einmal. Ja, aber wir machen es natürlich so, dass wir den Erfolg leicht machen. Das heißt, wir bewegen uns auf einer kurzen Distanz zur Zielscheibe. Wir bewegen uns zuerst im Schritt. Und versuchen dann diese Sachen, das Heben des Bogens, das war's dann bei gezogenem Bogen. Erst wenn die Zielscheibe vorbeikommt, müssen wir nur mehr loslassen. Das zuerst mal im Schritt und dann im Trab. Aber woher weiß jetzt Samira, wenn ich jetzt meinen Pfeil raushole und das, den Bogen spanne, wo sie hingehen soll, darf? Dein wenn ich Unterkörper hier keine... reitet noch immer. Ah ja. Dein Unterkörper, deine Beine, dein Gesäß reitet noch immer und zeigt dem Pferd die Richtung an. Gut, dann würde ich sagen, ich schließe mich mal der Gruppe an. Ja? Obwohl Samira den Kameramann wesentlich interessanter findet. Durchaus verständlich. Okay. Schießen. Schritt. Meine Schwierigkeit ist ja meistens, den Pfeil überhaupt in dieses Bogen, in den Bogen zu bekommen. Aber gut. Das Schwierige dabei ist, dass immer das alles warten zu können. Man muss warten können. Ruhig und gelassen. Ja, der Moment, in dem man schießen muss, ist ein sehr kurzer. Und die meisten Leute schießen zu früh. Und die Konstanze trabt schon und hat getroffen. Wunderbar. Und sogar im Trab, wo wir eigentlich hätten im Schritt gehen sollen. Das ist ungarisch und heißt Trab. Dass wir noch mehrere Zielscheiben hier aufgestellt haben, hat den Sinn, dass die Menschen, die Schüler, schnell hintereinander mehrere Teile schießen lernen. Und das ist ja nicht das Schießen, sondern das Nocken, das Einlegen des nächsten Pfeiles ist dabei das Problem. Das muss genauso schnell gehen wie das Schießen. Das macht die Konstanze noch nicht. Sie muss warten. Der ist ein bisschen oberhalb gelandet. Den Bogenarm ein bisschen tiefer. Okay, aber da hinten steht eh niemand. Ja, da steht auch niemand.
Und wir machen das deshalb im Trab nicht, weil es auf der einen Seite ein bisschen eine langsame Gangart ist. So, Barbara, Tommy, ich wäre hier fleißig weiter. Das mit dem Galopp, Barbara, überlege ich mir noch. Aber ich finde im Trab... War das schon mal gar nicht schießen kann, dann fällt es mir nicht. Okay, Konstanze, also super gemacht. Zwei Volltreffer, Kommentar, ist mir egal, wer dahinter steht. Da steht sowieso keiner, außer der Kameramann, aber der lebt sowieso immer gefährlich. Macht sie toll. Ich finde das auch richtig gut. Hat er heute erst angefangen, mehr oder minder auf dem Rücken des Pferdes dann Bogen zu schießen. Mittlerweile ist es 9:04 und falls Ihr Kind zu Ihnen kommt und meint, Papa, Mama, ich möchte jetzt Pfeil und Bogen schießen lernen, nein, dann ist Ihr Kind nicht komplett verrückt und komplett anders, nein, denn das ist ein neuer Trendsport. Ja, immer mehr Teenager wollen das wirklich auch lernen. Ist auch gut, weil 80% beim Bogenschießen geht ja über den Kopf, der Rest ist dann Training und ein bisschen Kraft und Geschicklichkeit und das probiert heute aus unsere Außenreporterin Konstanze. Sie ist in einer Bogenreiterschule. Also in der einzigen damals, in Österreich der einzigen. Und wie damals, also die Tartan oder Chinggis Khan, Reiten und Bogenschießen. Und sie hat das richtig gut gemacht, haben wir gerade gesehen. Ist sogar ein paar Volltreffer hat sie auf jeden Fall geschafft. Und jetzt steht nochmal Bogenschießen auf dem Programm, Konstanze, oder ist jetzt ein Ausritt lockerer geplant? Der Ausritt, Tommy, kommt erst später, aber es kommt das große Finale. Denn, Johannes, wir haben jetzt gewechselt vom Reitplatz auf die Bahn, wo du galoppieren wirst. In 99 Meter sind das, 20 Sekunden hat man Zeit und man soll so viele Punkte wie möglich sammeln. Ja, nur haben wir das Setting ein bisschen geändert. Im Wettkampf schießen wir auf eine Zielscheibe, die in der Mitte der Wettkampfbahn angebracht ist. Das heißt, die Schüsse gehen auf verschiedene Distanzen und die größte Distanz sind dann an die 50 Meter. Aber fürs Training und für das Üben des schnellen Schießens habe ich hier 9 Zielscheiben aufgestellt, die nur 9 Meter weg sind von der Bahn, also relativ gesehen leicht zu treffen. Es ging ja aber darum, möglichst viele davon hintereinander zu erwischen, weil ja das Treffen eine Sache ist, das Nehmen des nächsten Pfeils, dass der nächste Pfeil auf den Bogen kommt. Ist wie wir ja gesehen auch haben, ich habe schon im Schritt ein bisschen Probleme damit. Ja. Die Basis all dessen, weil man lässt ja jetzt wirklich dann die Zügel los und das Pferd galoppiert, ist Vertrauen zwischen Tier und Mensch, oder? Partnerschaft. Partnerschaft. Ohne die geht ja gar nichts. Samira, wir haben ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt, aber wir werden jetzt... Du wirst das wirklich mit Pfeil und Bogen machen, wirst das vorzeigen, wie das... Du wirst erstmal nur versuchen, Vertrauen aufzubauen, indem du nur reitest. Und versuchst, die Hände loszulassen. Die Hände. Gut, dann lasse ich dich mal vor. Wir rein uns hinten an. Samira will schon nicht mehr. Hat's geklappt? Einmal überlebt. Hat's geklappt? Ja. Auch mal handfrei. Wir haben es als Beweis. Ja, sehr gut. Auf Video. Sag, Johannes, jetzt habe ich in einem Schnellkurs quasi in 3 Stunden bei dir ein bisschen reinschnuppern dürfen in das Bogenschießen hoch zu Ross. Man kann bei dir aber auch Seminare, glaube ich, buchen. Und das jedes an einem Monat gibt es ein Seminar, ein Wochenende lang. Aber du hast ja schon sehr viel mitgebracht, deswegen sind wir auch so weit gekommen. Du kannst dich schon sehr gut reiten und du hast eine sehr gute Körperspannung und einen sehr guten Fokus. Das heißt, bei dir würde so ein Wochenendseminar wahrscheinlich nur einen halben Tag dauern und dann würde man dich vielleicht schon... Was du lernen musst, ist Vertrauen zu gewinnen. Ja. Und dann noch diese Kleinigkeiten wie Technik. Das ist alles nur Übung. Das ist alles nur Übung. Gibt's aber die Voraussetzungen und das Talent, das hast du und deswegen solltest du da... In der Richtung würde ich schon sagen, was weitermachen. Ich suche immer den sportlichen Wettkampf. Gibt es bei euch eigentlich auch Weltmeisterschaften? Heuer sind die am Anfang Juli in Ungarn. Okay. Die ersten offenen Weltmeisterschaften, wo ich auch vertreten sein werde. Gut, dann werden wir schauen, wie es die dort geht. Ich werde wahrscheinlich noch nicht dabei sein. Samira und ich machen jetzt einen kleinen Ausritt in den Wald. Schönen guten Morgen. Ich finde es toll, dass du beim Pferd auch den Rückwärtsgang gefunden hast, Konstanze. Aber wirklich die Bilder, die wir gesehen haben vorhin, also deine Volltreffer, wirklich klasse. Gut. Nee, sehr schön.